doch mal, wie heißt denn diese glückliche Mädchen, mein Junge? Nina. Okay, okay, du hast dich verliebt. Warum willst du ihn sofort heiraten? Außerdem dachte ich, die Türken sind doch sowieso alle hier. Sind dann überhaupt noch welche? Was hast du eigentlich gegen Deutsche? Halt, stopp! 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 Hab ich einmal gesagt, ich hab was gegen Deutsche? Ich liebe Deutsche. Guck mal, wie ich sie alle liebe hier. Guck mal. Aber ich heirate sie nicht. Also ich mag Theater Halb Apfel allgemein. Die machen das richtig gut. Jedes Stück, was die machen, ist einfach perfekt. Ich kann nur sagen, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Und das war sehr, wie soll ich sagen, einfallsreich. Genau. Und außerdem, was sagt Ninas Mutter? Ninas Mutter ist die deutsche Version von meinem Vater. Warum? Hat sie auch einen Bart oder was? Sorry. Das ist doch Mist, das ist doch alles Quatsch. Das ist doch scheißegal, wer aus welchem Land kommt. Wir lieben uns und das zählt doch. Aber wisst ihr was, ich weiß schon, was ich machen werde. Was denn? Olum Haka, wo gehst du hin? Olum Haka! Hallo, Frau Stahlschmitz. Ich bin der Haka. Hallo, Herr Özil. Ich bin die Nina. Ach, was du dachtest. Also nicht nur an diesem Stück, sondern insgesamt an den ganzen Stücken von euch gefällt mir am meisten, dass ihr das Deutsch und das Türkische so kombiniert und dass von jedem etwas immer dabei ist. Es war total toll, es war so lustig. Ich habe einfach nur geweint, also vor Lachen. Und ist nicht für die Alten nur gedacht, ist auch für die Jüngeren gedacht. Ja, wir hätten gedacht, dass wir jetzt ein bisschen Langeweile bekommen, aber ganz im Gegenteil. Ja, Hakan, Ute hier, hallo. Welche? Hallo, Frau Stahlschmitz. Oh, Polizei ruft dann bei uns. Gut. Hey, Polizei. Ja, wie Gäste, Gäste gut, Gäste schlecht, Gäste, ja. Ich möchte wissen, wie es Ihnen geht, aber sein Alphabet reicht dafür nicht aus, um zu sagen, wie geht es dir. Deswegen sagt er, wie Gäste. Wenn Sie auf seine Sprache antworten möchten, müssen Sie sagen, wie Gäste, gut, wie Gäste. Mit dem Hinweis eigentlich dieses Miteinander, egal welche Nationalität, der Mensch zählt. Das ist ja das eigentlich die Botschaft, die rüberkam. Also wir hatten bei allem sehr viel Spaß, war sehr lebendig. Wir konnten uns wiedererkennen, auf jeden Fall. Sehr viel Gutes für die Gesellschaft halt, ne? Wir waren so begeistert, dass wir nochmal gekommen sind. Wir kommen bestimmt nochmal. Weiterhin super. Alle? Ich gratuliere, du hast Jubiläum, du bist der 2000. Wir gehen Türken Freunde besuchen. Wir rufen an, Süleyman, pass mal auf, in 15 Minuten ich komme Tee trinken, mach Tee fertig. So gehen wir Freunde besuchen. Und dann noch besser, Süleyman, ich stehe vor deiner Tür, mach auf, so gehen wir Freunde besuchen. Und dann noch besser, Süleyman, ich bin in deiner Wohnung, wo bist du eigentlich? Also überraschend gut. Ich bin hier hingekommen, schon auch mit einer guten Einstimmung, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so qualitativ so gut ist. Also es hatte nicht so den Charakter von blasser Amateur, sondern es war schon wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und viele Dinge war kein Spaß. Es ist so. Hat mir super gut gefallen. Die Gruppe ist auch ganz begeistert. Und wir kommen wieder mit das nächste Stück. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war absolut der Hammer. Das könnte ich mir jede Woche angucken. Ich habe noch nie ein Stück von denen gesehen. Das war das erste Mal, aber mit hundertprozentiger Sicherheit nicht das letzte Mal. Weißt du was? Haga, genauso machen wir das. Nina, wir geben nicht auf. Ich möchte mein Leben mit dir teilen. Hakan, ich liebe dich. Ich liebe dich.